Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar wieder mit einer Challenge, bei der du mitmachen kannst, mit mir zusammen. Und zwar machen wir wieder eine neue Versuche es nicht befriedigend zu finden Challenge. Lass dich toll finden, einfach nicht befriedigend. Und es ist super, super schwer. Die letzte war schon ultra schwer und ich glaube, die wird nicht besser. Aber macht auf jeden Fall mit mir zusammen mit und schreibt mir in die Kommentare danach, habt ihr es geschafft? Und wenn ihr verloren habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo das war, damit ihr mich wenigstens nicht alleine lässt, weil ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere Challenges sehen wollt, die wir gemeinsam machen können als Team Becky. Also vielleicht irgendwie eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge, eine Nicht-Lachen-Challenge, irgendwas in der Richtung. Bei 30.000 gibt es die nächste und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht so viel. Let's go. Was ist das denn? Oh, kleine Wassermelonen auf Slime. Oh, nein. Nein, das finde ich gar nicht toll. Warum ist das erste direkt so schwer? Zuerst mal diese typischen Wassermelonenfarben, grün, pink, rot, sowas. Slime plus noch kleine Wassermelonen und ich liebe sowieso Wassermelonen. Es fängt schon super ultra schwer an, Leute. Das ist hart, das ist wirklich hart. Muss es schon so schwer anfangen? Es ist unfair. Was machen die denn da? Ziehen das richtig schön auseinander und oh, das wird die größte Schleimblase überhaupt. Was ist das? Oh nee, das finde ich überhaupt nicht befriedigend. Sorry Leute, aber das verstehe ich einfach nicht. Warum macht man das? Das ist so bescheuert. Ich frage mich ernsthaft, was ergibt das für einen Sinn? Findet das jemand von euch super toll, wenn man mit High Heels auf irgendwas rauftritt und dann zerplatzt das? Ich verstehe das nicht. Das sieht aus wie Bubble Tea. Ist das Slime? Oh mein Gott, das ist wirklich Slime. Wie schön das einfach mal aussieht. Oh, ich will es am liebsten anfassen. Aber ich mag nicht so gerne diese grüne Farbe, um ehrlich zu sein. Da gibt es schönere Slimes. Ja, okay, da kann man auch seine Crocs für benutzen. Einfach Rasierschaum rein und dann mit den Füßen so. Was ist das? Aber irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass sich das ziemlich gut anfühlt. Deswegen machen das wahrscheinlich die Leute. Oh mein Gott, das ist schwer. Das ist so schwer. Guck mal, wie easy die Schuhe sauber gehen. Mit so einem Hochdruckreiniger. So was brauche ich für meine weißen Sneaker. Ein Poppet? Nein. Oh, ich habe Angst. Leute, mit Geräuschen. Hilfe! Wie wurde das denn bearbeitet? Das sieht so echt aus. Heißer Dampf macht Schaum wieder, so wie vorher. So einfach. Was ist das denn? Was ist das? Autofolie? Nein, 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 nein. Leute, nein, ich muss ehrlich sein. Ich fand das gerade irgendwie befriedigend anzuschauen. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn das so super smooth geht und ohne Kanten und alles. Und ich mag sowas, auch wenn man Folie so abzieht von etwas Neuem. Kennt ihr das? Bei Folie. Bei Folie! Macht sie da Rasierschaum mit ihren High Heels? Was ist das? Ja! Wow! Wow! Ist hier super befriedigend? Nein, ich glaube, das Einzige, was daran befriedigend sein soll, ist, dass wenn man das so abzieht, dass es dann so schön glatt ist und so. Aber vorne war das erstmal gar nicht voll gefüllt. Also ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn das komplett perfekt gefüllt wäre. Und ja, ich weiß nicht. Wer macht Rasierschaum in seine Schuhe? Ich verstehe das nicht. Warum sollte man das befriedigend finden? Das ist einfach eine Sauerei. Das ist ein Pool. Oh, ich will da gerne rein. Ich finde den so toll. Also ehrlich, wenn ihr den toll findet, dann weiß ich auch nicht. Da hast du kein Herz für Pools. Der ist nice. Ich wäre da so gerne drin. Sowas von gerne. Was ist das? Dieser Blumenschaum oder wie auch immer das heißt? Es sieht schön aus, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz dahinter. Aber ich glaube, einige mögen das Geräusch. Kann das sein? Die Getränke sehen... Na okay, ist ja gar kein richtiges Getränk. Kannst ja nicht trinken. Also ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Aber die sehen irgendwie schön aus. Eine Schweinenase. Und das war es auch schon mit der Schweinenase.
Tropfen und so daran schön, aber nicht, dass jemand das zerschneidet. Das kommt irgendwie nicht so bei mir an. Kommt das bei jemand von euch an oder so, dieses befriedigende Gefühl, wenn ihr sowas sieht? Wenn jemand einen Lippenstift zerschneidet? So Farbe abziehen oder Kleber. Das ist so hart. Macht ihr das Schleim? Oder eher? Oder? Oh, das sieht so ästhetisch aus. Ich wünsche, das würde bei mir so schön aussehen. Und das Endergebnis vor allem, das war richtig schöner Slime. Alles war schön. Der ganze Vorgang war toll. Also ehrlich, das ist so schwer, diese Challenge. Das ist unmöglich, diese Challenge. Man schafft das gar nicht. Was ist das jetzt? Wasser in Slime? Hä, das geht? Warum war das gerade so smooth? Sie ist so abgemacht, als hätte sie Mozzarella gemacht. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Leute Mozzarella machen? So sah das gerade aus. Oh, was sind da richtige Erdbeeren oder Himbeeren rein? Was ist das? Ich glaube Himbeeren, ne? Schafft der Hund das? Schafft der Hund das? Oh mein Gott, der hat ein paar Mal gedrückt und dann schafft er das durch sein Labyrinth da? Kriegt das erstmal hin. Der hat ein paar Mal so gedrückt und dann fuhr sein Hund da genau durch. Ey, das ist krass. Das ist richtig krass. Ich will nicht wissen, wie lange er da dran saß. Aber ich würde schon sagen, das ist ein bisschen befriedigend, das anzuschauen irgendwie. Was macht der denn da mit dem Ballon? Aber es sieht irgendwie voll toll aus, wie das leuchtet. Sieht aus wie ein XXL Mozzarella. Schon wieder. Ich weiß auch nicht, warum mich alles an Mozzarella gerade erinnert. Vielleicht habe ich Hunger darauf, ich weiß es nicht. Aber ich fand, diesmal sah das echt so aus. Okay, das hat irgendwie was. Das hat echt was. Oh, zum Glück ist es vorbei. Was ist das denn? Seife? Oh Mann, Becky, das ist doch nur Farbe. Nein. Ich finde es so toll anzusehen. Und mit so Streuseln und so drauf. Wie kann man Farbe so toll finden und so befriedigend, das anzuschauen, wenn man das so schön runter macht und so? Ich hasse diesen Challenge jetzt schon. Oh, Hufe auskratzen. Ehrlich, das kann wirklich manchmal echt befriedigend sein. Also nicht nur für das Pferd, dass man schön die Hufe sauber macht, sondern auch, wenn man das selber macht. Wer kennt das auch? Also ich hatte das immer. Ja. Ich habe sowieso schon verloren. Oh, irgendwie mag ich das Geräusch nicht. Irgendwie kriege ich da Gänsehaut. Nee, das mag ich nicht. Was ist das denn für ein Schleim mit Honig? Machen die da echten Honig rein oder machen die da so einen Fake-Honig-Slime rein? Weiß das jemand von euch? Machen da manche echte Sachen rein? Ich weiß es nicht. Es sieht verdammt echt aus. Fühlt ihr nicht? Sag mir nicht, der Cookie ist auch aus Slime. Ich hätte auch gerne so eine Maschine. Oh, mit solchen Cookies. Ich will es auch machen. Was ist das denn? Juhu, was ist das? Farbe mit Stoff oder so? Das habe ich auch schon ab und an mal gesehen, aber ich weiß einfach nicht, was daran befriedigend sein soll, Leute. Bei mir kommt es einfach da nicht an. Ich weiß auch nicht. Wow. Wie toll er das so raufmalt. Oh, ich liebe die Buchstaben. Oh, das ist richtig toll. So smooth und alles. Oh, irgendwie hatte das was. Ja, das würde ich auch gerne machen. Und dann auch noch einen Schokokuchen essen. Ich habe jetzt Bock auf Schokokuchen. Oh, das ist so schwer. Macht sie das die ganze Zeit mit diesem Blumenschaum da? Oh, nicht schon wieder Farbe. Nicht schon wieder Farbe. Es ist so hart mit der Farbe. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Ich bin total geflasht. Ich würde das auch gerne machen, das sieht so easy aus. Einfach mit so einem Teil da rein und der pustet die ganze Füllung da rein in die Dämmung vom Haus. Ich würde das voll gerne machen. Ehrlich, ich hätte voll Bock drauf. Total befriedigend. Wow, ist das Stoppschild schmutzig. Okay, wollen die das jetzt ernsthaft sauber machen? Müssen die das oder machen die es einfach, weil es so schmutzig ist? Ich glaube, für alle, die es super ordentlich und sauber haben möchten, ist das jetzt gerade ultra befriedigend gewesen, glaube ich, oder? Also, ja, wenn du total den Putzfilm hast und schon draußen die Schilder sauber machen musst. Oh, wow. Wie schön ist bitte dieser Regenbogen und diese Farben. Ich weiß noch nicht, was es darstellen soll, aber ich würde es auch gerne machen.
Ich liebe bunte Farben, die ziehen mich einfach magisch an. Also normalerweise funktioniert ASMR und so ein Zeug bei mir nicht, aber manche Sachen, ne, da ist einfach vorbei bei mir. Das ist wirklich vorbei und die waren wirklich hart. Lasst es mich mal wissen, ob es bei euch funktioniert hat oder nicht und habt ihr es geschafft? Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so sehr lieb. Bye!